Moin Moin in St. Peter-Ording. Moin Moin ihr Lieben, ich bin heute für euch mal wieder auf dem Weg nach St. Peter-Ording in dem Ort Tittenbüll angekommen. Ja, das ist circa 20 Minuten von St. Peter entfernt und hier befindet sich ein alter Kaufmannsladen, Haus Peters. Und ja, wir wollen doch mal sehen, wer uns heute da drin begrüßt. Moin Hila! Moin Uli! Ja, Hila, wir sind heute mal hierher gekommen zum Haus Peters und wollten von dir mal wissen, was das hier so auf sich hat. Ja, kommt doch gerne rein, ich zeig euch das. Gerne doch! Hila, Museumsleiterin hier im ältesten Kaufmannsladen in Schleswig-Holstein. Einer steht in der Nähe von St. Peter-Ording, genau. 20 Minuten entfernt. Mhm. Und ich bin ganz begeistert und ganz geflasht, als ich hier reinkam, weil so viel Nostalgie, das kann man schmecken, das kann man riechen. Und erzähle uns doch bitte etwas zu diesem wunderbaren Ort. Ja, also der Laden, wo wir hier stehen, ist 200 Jahre alt. 1820 ist der hier im Haus eingebaut worden von der Familie Peters. Dann hat es 100 Jahre lang einen Kolonialwaren- und Kaufmannsladen hier gegeben. Und 1923 wurde dann mit Inflation und Weltwirtschaftskrise dieser Laden wieder geschlossen von der Familie Peters. Dann haben die aber noch weiter hier gewohnt bis 1987. Und dann hat die Gemeinde Tittenbüll das Haus gekauft. Und danach hat sich ein Förderverein gegründet, der das jetzt seit 1991 halt wieder als Laden betreibt und wo wir jetzt halt diese ganzen schönen Sachen auch wieder verkaufen dürfen. Ganz besonders gefällt mir, dass das wirklich aus den Schubladen herausverkauft wird, dass es noch diese alten Tüten gibt, das kenne ich noch, mit der Zange die Bonbons rausholen. Ganz genau. Ja, und ich sehe hier gerade etwas. Was ist denn dieser Schlitz hier? Das ist die alte Barkasse. Da wurden die kleineren Beträge halt direkt bezahlt und dann legte man da seine Geldstücke hin und dann wurde das Geld eingestrichen. Und wenn man größere Einkäufe hatte, dann wurde das in das dicke Buch hier eingetragen und man kam nach einer Woche oder einem Monat und bezahlte seine Rechnung. Das ist alles, hier gibt es so viel zu entdecken, deswegen würden wir gerne noch einen kleinen Rundgang mit dir machen, wenn es deine Zeit erlaubt. Aber vorher bitte ich dich, ich nehme immer etwas für meine Gäste mit, auch ein besonderes Produkt vielleicht, was man hier so früher, wofür die Leute früher gekommen sind. Denn anhand deiner Erklärung hast du mir erklärt, alles, was nicht im Garten oder auf dem Feld kam, das kaufte man ja hier. Genau, der Kaufmann hat dafür gesorgt, dass alle Waren hier zu bekommen waren, unter anderem halt auch Seife, die hier nicht hergestellt wurde. Und da würde ich dir gerne zwei kleine Schafe, Seifenschafe mitgeben. Ah, das finde ich, da freue ich mich besonders. Wir werden das ausprobieren. Wir werden jetzt einen Rundgang mit mir machen, aber vorher möchte ich dir gerne den Smiley mit dem Herzen geben, weil es hier alles mit Liebe zum Detail ist und du das so nett hier vorträgst und auch so informativ. Also es gefällt mir ganz, ganz toll. Euch wird es auch gefallen. Bleibt bitte dran. Solltet ihr nicht wissen, wo ihr unterkommt in St. Peter-Ording, dann kommt ihr natürlich auch zu mir unter wand-will-mann-mehr.de. Ja, und sollte euch diese Reiseinfo gefallen haben, dann freue ich mich doch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Schreibt auch gerne in die Kommentarfunktion hinein, welche Wünsche ihr noch habt. Ja, abonniert mich gleich am besten. Kostet ja nichts. So, bevor wir jetzt hier weitergehen, einmal noch ein kurzer Blick auf die Fässchen. Die sind, da gab es halt auch das, was man so wichtigerweise an Flüssigem brauchte, ne? Rum und Kümmel, also Kümmelschnaps, aber auch Essig in verschiedenen Sorten. Das wurde einfach abgefüllt hier in eine Flasche, die man selbst mitgebracht hat, so wie unverpackt lag. So, am Anfang, als das Haus gebaut wurde, gab es hier eine offene Feuerstelle. Da wurde direkt auf der offenen Feuerstelle hier auf dem offenen Feuer gekocht. Später kam dieser Sparherd da rein und dann haben wir hier jetzt noch so einiges an Gerätschaften, die auf diesem Sparherd benutzt wurden. Waffeleisen oder hier ein Kaffeeröster und das konnte man dann halt hier alles verwenden. Auch für die Kinder gab es hier, wie gesagt, dieses alte Spielzeug und ganz besonders Hila, diese Anziehpuppen. Also das liebte ich ja und das gab es ja, früher gab es ja keine, hat man dann mit Schere ausgeschnitten und dann zog man diese Puppen an und sammelte das in einer alten Zigarrenschachtel. Genau. Genau so ist das. Also sowas Nostalgisches gibt es auch. Viele Erinnerungen kommen hier hoch und das ist das Schöne. Ja, sehr.
So, und alles habe ich euch jetzt nicht erzählt. Dafür solltet ihr am besten herkommen und euch das selber anschauen.